entscheiden kann. Das heißt, wenn wir nach da rechts kämen und auch die geheimen Informationen im Preis enthalten wären, wäre ja auch die Lüge schon eingepreist. Das wäre die erste Problematik. Das heißt, wir vertrauen darauf, dass wir uns genau in diesem mittleren Kästchen bewegen. Das zweite Problem mit dieser Prämisse ist allerdings, dass es zwar im Einzelfall empirische Beweise gibt, aber dass diese allgemeine Regel, dass in Bezug auf jede einzelne Aktie alle öffentlichen Informationen im Preis enthalten sind, kaum zu führen ist. Weil Sie müssen berücksichtigen, wenn nicht viel Aktien gehandelt werden, also wenn das Handelsvolumen schon relativ niedrig ist, können die sich gar nicht aktualisieren, die Preise. Das heißt, diese Preisveränderung tritt erst dann ein, wenn das Volumen überhaupt einen entsprechenden Umfang erreicht. Und das heißt, wenn da große Teile eh in fester Hand sind, spielen diese Informationen gar keine Rolle mehr. Das heißt, man müsste wirklich im Einzelfall einen empirischen Beweis führen und sagen, in diesem Markt passt sich die Aktie sofort alle Informationen an. Das heißt, die VW-Aktie reagiert sofort, wenn Informationen rauskommen. Wenn man den Beweis führen kann, dann kann man die Kausalkette bringen, aber in der Praxis ist dieser Beweis nicht zu führen. Das heißt, das ganze amerikanische Modell basiert auf einem ökonomischen Modell, was wiederum auf Prämissen aufbaut, die unstreitig in dem realen Markt nicht vorhanden sind. Das heißt, die einzige Frage ist, spiegelt dieses Modell auch nur im Ansatz das wider, was auf dem Markt passiert? Und das müsste man dann für den konkreten Fall, für die konkrete Aktie empirisch nachweisen, und das gelingt nicht. Weil der empirische Beweis, dass das Modell da konkret sozusagen real die Situation wiedergibt, ist Unsinn. Wir sehen den Unterschied zwischen Modell und Realität. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum lügt dieser Vorstand überhaupt? Warum lügt der Vorstand? Und die Antwort lautet, im Zweifel nicht, damit irgendjemand seine Aktien verkaufen kann. Das ist dem Vorstand völlig egal. Der Vorstand lügt zunächst mal, um seine Mitarbeiter glücklich zu machen. Wenn Ihnen Ihr Chef sagt, oh, wir stehen kurz vor der Pleite, dann werden Sie sich nach einem neuen Job umschauen. Dann werden Sie nicht mehr mit vollem Einsatz bei der Arbeit sein. Ja? Wenn der Chef Ihnen sagt, wir stehen an der Kippe zum Zusammenbruch, dann suchen Sie einen Job bei der Konkurrenz und tun nichts mehr. Das heißt, allein im Innenverhältnis ist es schlau, dass man vielleicht mal ein bisschen sich zurückhält mit schlechten Nachrichten. Und eher gute Nachrichten verbreitet und sagt, dieses Jahr gibt es eine besonders tolle Weihnachtsfeier. Ja? Auch im Außenverhältnis, Sie haben ja nicht nur die Investoren an der Börse, Sie haben ja auch Konkurrenten. Und wenn Sie anfangen zu sagen, oh, uns geht es so schlecht und uns so schlecht und wir sind so arm, dann nutzt die Konkurrenz das aus, entweder um Sie zu übernehmen oder um Sie bloßzustellen in der anderen Werbung, ja? Also in der Produktwerbung. Das heißt, es ist nicht schlau, sich selber schlechter darzustellen, als man ist. Das können Sie als Beamter machen und rumjammern, aber als Unternehmer sollten Sie das nicht tun. Nochmal, es geht nicht um den Börsenkurs. Der Börsenkurs ist dem Unternehmen weitgehend egal, außer es will man neue Aktien ausgeben, also wenn es eine Kapitalerhöhung machen will. Aber der Börsenkurs ist dem Unternehmen im Normalfall weitgehend egal. Ja? Dann, zwei Grenzen müssen wir haben. Das eine ist der Insiderhandel. Wenn der Vorstand der Erste ist, der abspringen darf, oder der Erste ist, der einsteigen kann, fühlen die Leute sich irgendwie schlecht behandelt. Man rechnet zwar immer damit, dass die Vorstände ein bisschen Gewinn rausschlagen können, aber wenn sozusagen nur noch die Vorstände profitieren, die Normalaktionäre nicht, dann würde der Kapitalmarkt auch nicht funktionieren. Jeder muss eine einigermaßen große Chance haben, Gewinne zu erzielen. Das andere ist, der Kapitalmarkt funktioniert nur so lange, wie zumindest die Informationen dazu führen, dass das Geld an das Unternehmen geht, was am meisten damit anfangen kann. Sie erinnern sich, Allokationseffizienz. Erst wenn das gewährleistet ist, kann das funktionieren. Wenn aber jemand jetzt Informationen so verzerrt, dass das Geld zu einem Unternehmen geht, was es gar nicht verdient hat, dann funktioniert das Ganze auch wieder nicht. Das heißt, auch das müssen wir verhindern.
Jetzt die Frage, wird ein Vorstand diese Möglichkeiten nutzen, dass er Insiderhandel betreibt oder Marktverzerrung durch Marktmanipulation? Mal ganz losgelöst von der Strafbarkeit und möglichen Schadenersatzpflichten ist das erste Problem, ein Vorstand, der wegen Insiderhandel vorbestraft ist oder von dem es heißt, er betreibt Insiderhandel, der kriegt kaum noch eine andere Stelle. Das heißt, Insiderhandel kann man einmal machen, wenn man erwischt wird, danach hat man ein Karriereproblem. Ja? Das zweite ist, die wenigsten Vorstände bestehen aus einer Person. Wenn Sie also Insiderhandel betreiben wollen, müssen Sie auch dafür sorgen, dass Ihre Kollegen Ihnen nicht auf die Finger hauen. Das heißt, Sie müssen kooperieren mit allen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern. Das heißt, Sie haben schon eine ganze Gang von Verbrechern, damit das funktionieren kann. Und das ist ein Problem. Sie müssen sich koordinieren, Sie müssen alle schweigen. Das ist nicht ganz so einfach. Oh, sagen Sie, mit ein bisschen Druck kippen die alle ein. Sie können auch nicht in großem Umfang Insiderhandel betreiben, weil sobald Sie ein bestimmtes Volumen erreichen, fällt das auf. Das heißt, wenn auf einmal zigtausende von Aktien hin und her gehen, das merken die Leute und schon sind Sie dran, weil es kann man auf Sie zurückverfolgen. Das heißt, Insiderhandel geht nur mit kleinem Volumen und wenn das Volumen klein ist, rechnet sich wieder nicht. Das heißt, auch das macht das Ganze unattraktiv. Und natürlich das Strafrecht. Das Strafrecht führt dazu, man muss halt kalkulieren, kommt die Staatsanwaltschaft oder kommt sie nicht. Also auch das hat eine gewisse abschreckende Wirkung. All diese tollen Argumente greifen aber dann nicht mehr, wenn es sozusagen in den Bach runtergeht. Warum nicht? Wenn es keine Zukunft mehr gibt, dann ist der Vorstand im Zweifel immer der Böse, derjenige, der das Unternehmen in die Pleite gebracht hat. Das heißt, er hat nichts mehr zu verlieren. Sein Ruf ist ohnehin schon ruiniert. Sie wissen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und genauso hier, wenn der Vorstand weiß, es ist nichts mehr zu retten, kann er alles auf eine Karte setzen und sagen, ich lüge erst mal, vielleicht komme ich ja doch noch irgendwie davon. Deshalb wird der Vorstand dann lügen, wenn es keine Auswege mehr gibt. Und er hofft, dass entweder das Unternehmen gerettet wird, langfristig, oder zumindest so lange gerettet wird, bis er einen Absprung geschafft hat und woanders eine Stelle gefunden hat. Dann ist er raus und es kann ihm egal sein. Das heißt, er zögert das Unvermeidliche hinaus und rettet dadurch seine Haut. Da funktionieren die Abbringungsmechanismen nicht mehr, der Ruf ist nicht mehr das Problem, die Kooperation ist nicht mehr das Problem, weil es um die Existenz aller Beteiligten geht. Denn alle Vorstandsmitglieder und alle Aufsichtsratsmitglieder haben ihren Ruf zu verlieren, wenn das Ganze in den Bach runtergeht. Das Strafrecht funktioniert zwar, aber im Strafrecht denken Sie sich, werden wir noch sagen, ach, wir wollten ihn noch retten, wir wollten was Gutes für die Arbeitnehmer tun. Das heißt, man hat da eine gute Ausrede. Wenn man in der Krise ist, ist es keine Bereicherung, sondern man tut es ja, um das Unternehmen zu retten, Arbeitsplätze sichern. Das heißt, da kann man sich wieder rausreden. Das heißt, alle unsere Mechanismen versagen in diesem sogenannten Last-Period-Phänomen. Das Ganze hat aber noch eine weitere Dimension. Dieses Last-Period-Phänomen verbreitet sich nicht nur von oben nach unten, wenn das ganze Unternehmen auf der Kippe steht, sondern dieses Phänomen, das zieht sich durch alle Instanzen eines hierarchischen Unternehmens. Sie erinnern sich an unsere erste Stunde, Unternehmen als Hierarchie. Generell ist es so, gute Nachrichten wandern sehr, sehr schnell von unten nach oben. Wenn irgendwo auf einer Abteilungsleite eben was Gutes ist, wird der das seinem Vorgesetzten melden. Das geht ganz schnell vom Vorgesetzten bis zum Vorstand. Gute Nachrichten, es werden mehr Produkte verkauft als hergestellt. Gute Nachrichten, wir können den Preis erhöhen, wir können die Produktion erhöhen, die Qualität steigt, es gibt weniger Rückläufer. Das geht ganz schnell von ganz unten nach ganz oben. Das weiß er innerhalb von wenigen Minuten. Wenn es eine schlechte Nachricht gibt, haben wir aber ein Problem. Wenn es schlechte Nachrichten gibt, müsste der Mensch unten seinem Chef sagen, ich habe jetzt nicht das geschafft, was ich schaffen wollte, tut mir echt leid. Das sagt er nicht. Das heißt, die schlechte Information wird einfach gar nicht weitergegeben. Denn auf jeder Ebene muss er sich überlegen, will ich der Bote schlechter Nachrichten sein? Das heißt, schlechte Nachrichten bleiben im Unternehmen hängen. Gleichzeitig werden die Nachrichten aber auch verzerrt. Gute Nachrichten werden immer besser, je höher sie kommen. Also sie fangen unten an mit einem kleinen, ich kann die Schraube doppelt so schnell anziehen,
Wie vorher, sagt der Fließbandarbeiter, und oben kommt an, unsere Produktion hat sich verzehnfacht. Ja? So müssen Sie sich das vorstellen. Gleichzeitig, schlechte Nachrichten werden immer niedriger, immer kleiner, je höher sie kommen, weil jeder versucht, es ein bisschen abzumildern mit entsprechenden Formulierungen. Das heißt, derjenige, der ganz oben an der Spitze steht, der kriegt ein völliges Wirrwarr an Informationen, die guten Nachrichten überbetont, die schlechten Nachrichten total runtergespielt. Und er hat keine Ahnung, wie die Wahrheit ist. Warum ist das so? Die Leute haben natürlich Angst, ihren Job zu verlieren. Derjenige, der schlechte Nachrichten verbreitet, riskiert seine eigene Karriere. Derjenige, der gute Nachrichten verbreitet, der fördert seine Karriere. Also will jeder nur gute Nachrichten vorbeibringen. Das führt natürlich zur naheliegenden Frage, wenn ich jetzt Vorstand bin und es kommt auf meine Äußerungen an, die ich an die Öffentlichkeit tue, und Sie erinnern sich, die Behauptung des Blau hinein ist ein genauso großes Problem wie die bewusste Falschaussage. Was muss ich tun? Und die naheliegende Vermutung wäre, ich muss alles, was ich bekomme, erstmal um 50% reduzieren. Das heißt, wenn ich eine gute Nachricht bekomme, darf ich nicht diese gute Nachricht nach draußen tragen, sondern ich muss 50% abziehen und trage das nach draußen. Wenn ich eine schlechte Nachricht bekomme, muss ich die verdoppeln. Muss ich sagen, es ist doppelt so schlimm, wie mir gesagt worden ist. Muss das nach draußen tragen. Das führt mich aber in die paradoxe Situation, da kann ich genauso gut mit daneben liegen. Es kann ja auch 10-mal so schlimm sein oder nur 1/10 so schlimm sein. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, der Vorstand ist immer der Dumme, weil er unvollständige Informationen schon intern kriegt. Er ist nach außen das Aushängeschild, aber intern ist er schlecht informiert. Das ist ein amerikanischer Law Economics Professor, kein Nobelpreis. Tja, sehen Sie, Pech gehabt. Und dieser Mann hat die brillante These vertreten, wir können das Problem lösen, indem wir Insiderhandel erlauben. Wenn wir sagen, der Vorstand darf selber unbegrenzt viele Aktien kaufen und verkaufen, dann wird er schon selber rausfinden, was richtig und was falsch ist. Momentan ist der Information, ist der Vorstand hier sozusagen das Informationsorgan der Öffentlichkeit. Er handelt nicht in eigenem Interesse, sondern er handelt im Interesse Dritter. Der Vorstand handelt als Repräsentant der Öffentlichkeit oder der Anleger auf dem Kapitalmarkt, und das ist für ihn so eine komische Twitter-Rolle. Wenn er sein eigenes Geld investieren würde, wäre die Sache ganz anders. Dann würde er viel gründlicher gucken, worauf er sich verlässt und worauf nicht. Und er hat dafür zwei gute Gründe. Grund 1 ist, wenn der Vorstand Insiderhandel machen kann, dann haben wir hier sehr viel mehr Anreiz, Informationen preiszugeben. Allein durch den Kauf der Aktien sagt der Vorstand, es geht wohl gut. Wenn der Vorstand viele Aktien kauft, gibt es irgendwelche Tatsachen, die zeigen, es wird uns gut gehen. Wenn der Vorstand viele Aktien verkauft, heißt es, es wird uns schlecht gehen. Das heißt, man kann sich an den Vorstand ranhängen und hat dadurch viel mehr Informationen. Ja? Zweite Aussage, Sie zu Hause bei sich auf der Couch mit Ihrer Tageszeitung und Ihrem Börsenticker haben ja gar keine Chance sozusagen an die Informationen ranzukommen, die Profis haben. Egal, ob die Profis der Vorstand sind oder irgendwelche Fonds mit vielen Millionen Beratern. Das heißt, Sie haben gar keine Chance, die Infos zu kriegen, die die haben, weil Sie viel zu langsam und unfähig sind. Dann kann man auch gleich sagen, wenn Sie eh schlechter dastehen, hängen Sie sich an den Vorstand dran, dann haben Sie die gleichen Informationen wie alle, Sie hängen sich an den Besten dran und machen das, was der macht. Dann kann Ihnen nichts passieren, Sie profitieren also davon, dass der Vorstand gut informiert ist. Und das Ganze untermauert mit einem negativen Argument, der immer sagt, selbst in unserer jetzigen Welt gibt es halt Leute, die mehr wissen, Leute, die weniger wissen, und ob einer wirklich viel mehr weiß, macht es ja auch nicht schlimmer. Also warum verbieten wir Insiderhandel? Das ist doch alles okay. Maximal kann es um irgendwelche Pflichten im Anstellungsvertrag des Vorstandes gehen, dass er die Gesellschaft benachteiligt, aber das ist eine andere Frage. Seiner Meinung nach, der Kapitalmarkt funktioniert wunderbar, wenn wir Insiderhandel erlauben, denn dann haben wir dieses Problem hier, dass der Vorstand sozusagen mit fremden Informationen nach außen tritt, die er nicht verlässlich überprüfen kann, vermieden. Der Vorstand äußert sich schlicht durch Kauf oder Verkauf von Aktien. Wenn er viel kauft,
wird es wohl gut laufen, wenn er viel verkauft, wird es schlecht laufen. Und ein guter Vorstand kann auf sein eigenes Geld aufpassen, also wird das doch das optimale Ergebnis produzieren. Das hat er in den 60er Jahren geschrieben. Sie wissen vielleicht, das hat nicht viel gebracht. Der Insiderhandel ist nicht nur in den USA verboten, schon seit den 30er Jahren, sondern auch in der EU. Das heißt, es gibt kein Land der Welt, was sagt, Insiderhandel ist eine gute Sache. Trotz aller ökonomischer Theorie folgt diesem Ansatz keiner. Können Sie sich vorstellen, warum nicht? Denn auf den ersten Blick klingt das ja sehr plausibel, dass Sie sagen, wir hängen uns an den an, der die besten Informationen hat. Dadurch wird er auch sozusagen am schlauesten anlegen. Und dadurch profitieren alle auf dem gesamten Markt. Wir würden sogar wahrscheinlich einen Grad hoher Informationseffizienz erreichen. Ein stark informationseffizienter Markt. Das wäre die Folge davon. Und trotzdem machen wir das nicht. Und das, obwohl wir sagen, Information ist das, worauf wir Wert legen. Ja? Ja. Weil ein Unternehmen schlecht zu führen ist wesentlich leichter, als es gut zu führen ist. Man weiß nicht, was richtig ist. Ja. Man weiß aber wahrscheinlich schon eher, was falsch ist. Und dann kann man ja einfach sagen, okay, kleines Unternehmen, ich kaufe jetzt hier die Konkurrenz und jetzt lasse ich das Unternehmen bei mir fortgehen, habe ich den Vertrag abgesichert und kann am Ende trotzdem als Gewinner dastehen. Das können Sie im Anstellungsvertrag korrigieren. Sagen Sie, okay, wenn du uns in die Pleite führst, Vertragsstrafe 10 Millionen. Wäre ja möglich. Also das können wir korrigieren. Haben wir gar kein Problem mit. Vertragsfreiheit im Dienstvertragsrecht, Vertragsstrafen rein und Problem gelöst. Das sagt er ja selber. Er sagt, okay, es kann sein, dass sie im Innenverhältnis irgendwelche Pflichten verletzen. Aber das muss man halt im Vertragsrecht korrigieren. Da brauchen wir keinen Gesetzgeber, der irgendwas schafft, sondern wer an die Börse geht als Aktiengesellschaft, kann sich schon selber schützen. Die werden schon darauf achten, dass da in den Verträgen entsprechende Klauseln drin sind. Das Argument, das würde er nicht gelten lassen. Wie gesagt, er ist ja nicht dumm. Also. Und trotzdem ist ihm keiner gefolgt. Obwohl das, wie gesagt, auf den ersten Blick schon mal ökonomisch recht plausibel ist. Das kann man kaum bestreiten, dass das plausibel ist. Aber es muss ja wohl irgendeinen Haken geben. Denn sonst würden das ja Staaten machen. Da es keiner macht, spricht viel dafür, dass es doch nicht so ganz toll ist. Ja? Ja, das wäre eine Überlegung. In der Tat, es würden sich alle Anleger auf die Unternehmen ausrichten, die sozusagen am höchsten Gewinne machen, also wo der größte Handel stattfindet, und die anderen Unternehmen würden sozusagen gar keine neuen Anleger mehr kriegen. Jetzt könnte man dagegen sagen, okay, wenn jetzt sozusagen Bill Gates groß einsteigt bei Siemens, dann wäre das vielleicht ein Indiz dafür, dass man in Siemens auch sich anhängt. Also die hängen sich an Warren Buffett oder Bill Gates oder sowas ran, weil sie sagen, die werden wohl mehr wissen als ich, also mache ich das, was die machen. Das heißt, auch bei kleinen Unternehmen könnte es ja sein, dass sie einfach gucken, wo steigen die Großen ein und dann nehmen sie die halt auch mit in ihr Sortiment. Das würde ja funktionieren. Es gibt ein viel pragmatisches Argument, das ist ein verhaltenstheoretisches Argument. Ja? Ich weiß nicht, ob das, was ich suche, oder geht doch eigentlich die Lüge, weil der Vorstand muss ja nur seine Aktien quasi anders kaufen, als seine Informationen sind und schon lügt er. Ja, warum sollte er das tun? Das ist ja der Trick. Das Mann-Modell sagt ja, das wird er nicht tun. Warum sollte er das tun? Ja, eben. Er würde ja Geld verlieren. Genau das ist der Punkt. Wenn er verkauft, obwohl es Gewinne zu erwarten gibt, wäre er strohblöd. Und wenn er kauft, obwohl Verluste kommen, wäre er auch blöd. Also er hat keinen Anreiz, sozusagen, sich selber zu schädigen. Nur um seine Lüge sozusagen. Also das ist das Schlaue an dem Modell. Das Modell verhindert in der Tat die Lüge, weil mit jeder Lüge würde er sich ins eigene Fleisch schneiden. Es gibt ein viel pragmatisches Argument. Wenn Sie Anleger sind und Sie wissen, Sie kriegen maximal das raus, was der rauskriegt, dann entfällt für Sie der Anreiz mitzuspielen. Der Anreiz in einem Kapitalmarkt ist, dass Sie mehr Gewinn machen können als der Durchschnitt. Sie wollen keinen perfekten Markt. Sie wollen immer mehr als der Durchschnitt. Denn wenn Sie genauso viel wie der Durchschnitt erzielen, können Sie Geld auf die Bank bringen und zum festen Zinssatz anlegen. Machen Sie Tagesgeld.
Sie wollen nicht im Durchschnitt, sie wollen überdurchschnittliche Gewinne machen. Das heißt, sie wollen die Aktie für mehr verkaufen können, als sie gekauft haben. Sie wollen nicht den idealen Preis zahlen. Sie wollen gerade spekulieren. Das ist ein bisschen wie Lotto spielen. Ja? Die Menschen spielen Lotto, obwohl es völlig irrational ist. Und dieser Anreiz im Kapitalmarkt ganz besonders stark. Deshalb wäre es für Sie auch unklug, genau dieselben Aktien zu kaufen, wie die großen Fonds kaufen. Wenn Sie dasselbe kaufen wie die großen Fonds, haben Sie genau den DAX-Wert. Dann kriegen Sie genau die Steigerung des DAX, das ist relativ uninteressant. Sie können sich von jedem DAX-Unternehmen eine Aktie kaufen, dann kriegen Sie genau, wenn der DAX steigt, genau den Gewinn, den der DAX gestiegen ist. Das ist aber unsinnig. Sie wollen den DAX schlagen. Nur dann würde es eine sinnvolle Anlage. Denn Ihre Bank würde das genauso machen. Die würde auch DAX-Unternehmen kaufen. Das ist relativ witzlos. Sie müssen Risikoinvestment machen, damit Sie Gewinne machen können. Und Risikoinvestments funktionieren nicht, wenn Sie genau das machen, was der Vorstand macht, weil der ist dann sozusagen der Leitwolf und alle hängen sich nur dran, egal ob groß oder klein. Dann funktioniert der Markt nicht mehr. Die Nachfrage bricht zusammen. So, ganz kurz zum juristischen Aspekt. Auf europäischer Ebene haben wir ein Puzzle aus Richtlinien. Wir haben die Prospektrichtlinie, die Marktmissbrauchsrichtlinie, die Transparenzrichtlinie, die Aktionärsrechte-Richtlinie und die Übernahmerichtlinie. Die Prospektrichtlinie regelt, wie der Name schon sagt, Verkaufsprospekte. Das sind Prospekte für das erstmalige Angebot von Wertpapieren durch ein Unternehmen. Wenn Sie also neue Aktien auf den Markt bringen, dann müssen Sie einen Prospekt erstellen. Und der Prospekt muss vollständig über alle Informationen informieren, die anlagerelevant sind. Die Marktmissbrauchsrichtlinie regelt demgegenüber Ad-hoc-Mitteilungspflichten. Das bedeutet, wenn Sie eine Insider-Information haben, müssen Sie entweder dafür sorgen, dass die geheim bleibt, oder Sie müssen sie für alle Leute offen bekannt geben über entsprechende Medien. Die Aktionärsrechte-Richtlinie ergänzt dann Informationspflichten auf der Hauptversammlung. Sie können auf der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft Fragen stellen. Und die Transparenzrichtlinie ergänzt regelmäßig Publizitätspflichten, sowas wie Zwischenberichte und Jahresberichte, das heißt, wo Sie informieren, wie steht es um das Unternehmen. Und last but not least haben wir die Übernahmerichtlinie. Die Übernahmerichtlinie regelt, wenn Sie ein Unternehmen kaufen wollen. Sie wollen alle Aktien einer AG kaufen, dann müssen Sie ein Übernahmeangebot machen oder müssen Sie genauso wie für den erstmaligen Verkauf angeben, wo kriegen Sie das Geld her, welche Pläne haben Sie für die Zukunft des Unternehmens und so weiter und so fort. Sie sehen, das führt zu diesem tollen Kuchen. Sie haben harmonisiert die Verkaufsprospekte, die Ad-Hoc-Mitteilungen, die Erwerbsprospekte und die regelmäßigen, die periodischen Zwischenberichte. Sie haben nicht harmonisiert dieses Kuchenstück, was da oben rechts in der Ecke ist, die freiwilligen Informationen. Das sind Pressekonferenzen, Roadshows, Analystenkonferenzen, was Sie sich also vorstellen können. Das ist im Gesetz nicht geregelt. Da können Sie machen, was Sie wollen. Sie dürfen nur keine anlagerelevanten Informationen darüber veröffentlichen, die auch gleichzeitig zu einem der Pflichtbereiche gehören. Das interessiert keinen Menschen. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Sie erinnern sich an unseren Gebrauchtwagenhändler. Ja, Gebrauchtwagen, sehr ein Gedankensprung, Transferleistung. Informationen auf dem Kapitalmarkt sind teuer. Und zwar müssen die erstmal beschafft werden. Wir haben eben gesehen, gute Informationen gehen automatisch nach oben, schlechte Informationen gar nicht oder nur verzerrt. Das heißt, das verursacht schon Kosten. Sie müssen ein Compliance-System einrichten, was dafür sorgt, dass Sie richtig informiert werden. Dann müssen diese Informationen verbreitet werden. Verbreiten heißt nämlich nicht etwa, dass Sie einen Zettel an die Tür kleben, sondern verbreiten heißt, es muss in bestimmte Sachen eingerückt werden, elektronische Informationssysteme. Oder es muss im Unternehmensregister veröffentlicht werden. Das kostet alles Geld. Dann müssen diese Informationen aber auch gelesen werden. Das heißt, die Analysten müssen sich angucken, die Fonds müssen sich angucken. Das heißt, die müssen das lesen und die müssen daraus Folgerungen ziehen. Die müssen also gucken, was hat das denn für eine Relevanz? Kaufen oder verkaufen? Denn nur die Entscheidung steht am Ende zur Debatte.
Und last but not least haben wir das Problem, dass das Ganze Nebenwirkungen hat, nämlich dass die Mitarbeiter sich vielleicht einen anderen Job suchen oder dass die Konkurrenz sie sozusagen fertig macht. Das heißt, Informationen verursachen erhebliche Kosten. Haben sie auch einen entsprechenden Nutzen? Dazu dieses brillante Schaubild, jetzt werden Sie staunen, eine Simulation. Ha? Hightech. Wir haben eine Münze. Die Münze hat zwei Seiten, eine Kopfseite und eine Zahlseite. Und wir werfen diese Münze 20 Mal. Und Ihre einzige Aufgabe ist es, zu prognostizieren, wie oft kommt Kopf, wie oft kommt Zahl. Was würden Sie sagen, wie oft kommt Kopf, wie oft kommt Zahl? Eine Münze 20 Mal werfen, keine gefälschte Münze, Standardmünze Deutschland. 10-10. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit bei jedem Wurf 50% beträgt und daher können Sie bei jedem Wurf vorhersehen, wie oft es kommt. Das heißt, bevor Sie die werfen, können Sie sagen 10-10. Sehen Sie das? Da steht 10, da steht 10. Jetzt erleichtere ich Ihnen aber die ganze Prognose. Ich werfe die Münze einmal. Sie müssen immer noch die kompletten 20 vorhersagen, ja? Also nicht irgendwas. Und beim ersten Mal kommt Kopf. Ja? Soweit klar? Dann lautet die Prognose, dass insgesamt 10,5 Mal Kopf und 9,5 Mal Zahl kommt. Weil Sie müssen nur den Rest nehmen. Ja? Der eine steht ja schon fest. Ja? Das ist einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das zweite Mal kommt wieder Kopf. Ja? Haben Sie Zweifel an meiner Wahrscheinlichkeitsrechnung? Die Wahrscheinlichkeit beträgt exakt die gleiche, völlig richtig. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit für die folgenden Würfe beträgt immer noch 50%. Die folgenden Würfe sind hier aber noch 8 Würfe. Das heißt, wir wissen von den 8 Würfen, gehen wir davon aus, 50% sind Kopf, 50% sind Zahl. Von den anderen beiden wissen wir ja schon, was es ist, da müssen wir keine Wahrscheinlichkeiten mehr berechnen. Wir berechnen die Wahrscheinlichkeit dann nicht mehr auf 10, was wäre ja Quatsch, weil wir müssen ja auf unendlich berechnen. Das heißt, wir berechnen nur noch auf die Restmenge. Und auf die Restmenge beträgt die Wahrscheinlichkeit immer noch 50%. Klar? Und die Restmenge ist halt hier, können wir ausrechnen, 8 Würfe, davon 4, also 11-9. Und das können wir immer so weitermachen, das Spiel. Sehen Sie das? Wir machen 10 Würfe. Und wenn wir das dann hochrechnen, beeindruckend. Dann wissen wir, wenn wir 10-mal Kopf geworfen haben, ja, sehen Sie das, dass voraussichtlich insgesamt 15-mal Kopf kommen wird. Nicht 20. Warum nicht 20? Weil wir von den restlichen 10 Würfen davon ausgehen, dass die Hälfte Kopf die Hälfte Zahl ist. Ja? Einverstanden? Und wir gehen davon aus, dass 5 Würfe immer noch Zahl sein werden. Einverstanden? Das ist ein plausibles Modell. Um das Ganze natürlich praktisch zu illustrieren, machen wir jetzt die Situation so, dass immer nur noch Zahl kommt. Sehen Sie das? Die letzten 10 Würfe sind alle Zahl. Jetzt denken Sie sich, na und? Was will der uns damit sagen? Ich will Ihnen damit sagen, wenn Sie sich diese Zahlen hier angucken, die Sie nicht mehr lesen können, weil die Farbe schlecht ist. Wenn Sie sich diese Zahlen angucken, werden Sie feststellen, Ihre Prognose am Anfang war 10-mal Kopf, 10-mal Zahl. Das entsprach exakt dem Ergebnis, was am Ende rausgekommen ist. Nachdem Sie 50% Informationen sicher hatten und 100% sicher hatten, war Ihre Prognose 15-5. Das heißt, die Prognose mit 50% Informationen war schlechter, als die Prognose mit null Informationen. Das bedeutet, wenn Sie Informationen haben, die zwangsläufig unvollständig sind, ist darauf keine vernünftige Prognose möglich. Und allein das Vorhandensein der unvollständigen Informationen kann dazu führen, dass Ihre Prognose sich völlig verzerrt. Glauben Sie mir nicht? Die runzeln so die Stirn, dann Sie. Dieses einfache Modell soll nur zeigen, dass sozusagen eine Teilinformation im Zweifel keine bessere Prognose ermöglicht als gar keine Information. Vollständige Informationen können wir aber praktisch nicht haben.
Eine halbe Tatsachenbasis nützt Ihnen nichts und Informationen können auch negativen Einfluss haben, denn diese Teilinformation hätte dazu geführt, dass Sie jetzt hier gesetzt hätten auf es gibt mehr Kopf als Zahl und glatt verloren hätten. Klar? Ja. Den Rest brauchen wir nicht unbedingt heute. Nein. Ja. So, den Rest brauchen wir heute nicht. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder.